Willkommen zurück zu neuen Video der Argumenten World Tour. Versuch Nummer 2. Nachdem wir gerade der Sim abgestürzt ist, kurz nach dem Start. Er hat auch ziemlich viele Lecks gegeben. Jetzt sieht alles stabil aus. Und heute geht es von Fort Lauderdale weiter nach Nassau, eine Insel auf den Bahamas drüben. Damit ich mal sagen, wer ich jetzt Electrical gestartet startup. habe. Electrical startup completed 8. Es geht von Kilo Foxtrot Lima Lima nach Mike Yankee November November. Old News Grand Bahama International, Mark Yankee Golf Foxtrot, Flight Number Sim Air 3 Lima Alpha, 440 Bucks an Bord, 45 Gold entdeckt, gerade Flughöhe 270. Die Basler kann mir ein 2-Art Kretz. Die Schnapp, gut, du, die Basler gut. Und die KC-Transisten. Auf den Bahamas ist aktuell ein 4. Kilo Kerosin wird benötigt. Eins, fünf, vier. Eins, sechs, sechs. 18.000 Stimmen. Flips one ab. 1,8. Eins, fünf, 1,5,7, 2,4,5,0 und 3,0,3. Ja, das Siemens-Karte, hier wird nun kurzer Flug, 35 Minuten. Aktuelle Kundasien Lauderdale. Noch 6 Minuten.
Immer nach 5 Minuten. Zudem hier wird das zurückpulsen und dann über Tango, Tango, Mon, Bravo, Wantu, so kann ich so aufs Brett rollen. Pushback einmal vorplanen. Hier ist noch von letzten Sound of versucht. cockpit, plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. Ja, im Ton einmal leichter drehen. Wenn der Trick gerne aufstößt, wird der Ton von Hauptrechner voll auf. Sind ja immer noch 3 Minuten.
C'est le primaire. Guten Sack. Alles in Ordnung. Start and Crown of pushback. cockpit, tow is driving up. Engine Engine start up. startup. Einfach ein bisschen Pushback Einstellungen. Nee, da kann ich nicht irgendwie leichter drehen. Und dahinter steht noch eine Seite, die ebenfalls nach Nassau rüberfliegt. Und hier ist eine 78700. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Parking brake off. Starting pushback and you may start engines. Engine startup. Engine 2 on. Engine 1 on. Engine 3 and 4 on. Engine startup complete.
Operation complete. Go ahead and set the parking brake. Parking brake on. Disconnecting tow. Stand by. Tow is disconnected and bypass bin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. Flaps 1, spoilers armed. Vettak, Vilsia on. Vettakata on. Transponder 1000. Ab 1,8 stimmt. Flag control check full left. Full right. Full up. Full down, full left, full right, passt alles. Outbreak, yet to armed. Timer on, downbreak off. And taxiless on. Landing light on. Transponder on. Und los geht es.
Mimon Gotate Kia up Textilness of Autopilot on oder nicht. So, und jetzt sollte alles passen. Weil ich im letzten Video noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich versuche jetzt mein Bestes, also ich werde mein Bestes versuchen, regelmäßig Videos so hochzuladen von der Tour. Nur ich kann das nicht immer in den Kauf nehmen, weil unter anderem ich jetzt gesehen habe, dass es aktuell bei uns in der Division 5 Trainings eingetragen sind und bin bei der 4 im Examen und dann noch fliege ich noch die freiwillige Nachnamen-Welttour, die Formel 1-Welttour sowie die 25th Anniversary-Welttour von allen drei Kontinenten. Und natürlich möchte ich auch irgendwie am laufenden Stand bleiben und die alle enden 2024, während die Ironman bis 25 läuft. Aber ich versuche natürlich mein Bestes, vielleicht auf einige Lecks am Wochenende einige Lecks voraus zu fliegen. Level 0.
Landing latch off. Und da fliegt die Thai aktuell. Die ist in einem Land höher schon als ich. Gut, niemand, die wird auf der Welt hat auch geschrieben und 1-0 gestartet. Und in der echten Art ist, was ist ja auch neue bei Navicraft, neben der von Ivaru Pilot ist und was Sim, haben sie da drin stehen, die Batting 2 aus links und rechts. Dementsprechend habe ich mich auch dran gehalten. Auch wenn es etwas komisch vorkam, weil der Kabel wiederum 1-0 ist. Aber gut, ich vertraue denen in der echten Art ist lieber. Die werden schon wissen, was sie machen. Aber das mit der echten Art gibt es halt auch noch wiederum in den USA, weil ja bei denen Datenschutzordnung komplett anders ist als bei uns. Und sieht er schon wieder richtig, dass Top of Climb und Top of Descent am selben Wegpunkt zur selben Zeit beginnen. Frage ich mich nicht, was Navicraft für eine Höhe da geplant hat. Weil da war jetzt nicht Navicraft, sondern Simbrief. Keine Ahnung, was sie da für eine Höhe geplant haben. Gunnar Standard. Dann was ist aktuelle Gunnar 29,97. Temperatur 33 Grad, 3,23. Wind 1,80 mit 6 Knoten. Approach 1-4 Flash Level 1 ist sehr gut, ist in Ordnung. Intercept wird 1700 Minimum 360.
Ja, Kaiserflug erreicht und schon geht es runter auf 170. Null eins sieben, nicht 170. So, wie sieht es mit der Datei aus? Ja, die ist immer noch über mir. Und jetzt ist er komplett auf dem T-Cache verschwunden. QNH 29.97.
Okay, Akte komme ich laut bei eine Minute nach Datei an. Gut, ich bin da schon ab abbremsen auf 250 und der muss halt noch abbremsen, der ist noch über mir. Then touch my feet, landing flash on. Hält auf beiden Seiten an. Könnte knapp werden, aber er ist noch immer noch über mir. Auch wenn es nur dort an der Fuß sind. Und dazu, wenn ich Glück habe, bin ich eventuell vorhin beim Lande vor ihnen auf. So, aktuell 1100 über mir und bleibt stehen und steigt wieder in interessanter Weise. Aber ich frage mich, wie der anfliegt. 2700, das ist noch über mir. Sie sind eigentlich da drüben irgendwo. Ja, hier ist die Datei. Hier fliegt die. Wie mal sind das? 5 Mal ungefähr vor mir. Aber von der Flughöhe halt immer noch über mir.
Und dann hier nicht mehr sehe, habe ich gerade das Degel am Klang geöffnet. Das ist immer noch über mir und aber auch wiederum am Descenten. Ich glaube, hier ist auch schon mit aufgetaucht. Jetzt werden 500 über mir. Ah, und am Descenten. Also, geht aber auch ziemlich etwas schnell runter. Auch wenn ich noch nicht muss, schalte ich es schon mal an. Also auf jeden Fall spannend der Kampf da vorne. Aber ist immer noch über mir und in 8 fünfmal vor mir 1005 ungefähr 1000 Fuß über mir und in 7 mal musste auf 2000 sein, zumindest unter 2000 könnten nun gesandt werden. Und ich schaffe das wirklich noch. Obwohl Philipp ganz schön aktiv, Flaps Mann. Flaps du. Du dann verfahren, gut, check. Lockstar. Wie sieht es mit denen aus? Es geht genau gleich mit mir von der Höhe. Du dort ein Sack. Okay, doch mit der etwas über mir. Autobrecht mal high. Mal sind das ungefähr. Hier sind 5. Ich würde es mal
4, 4,5 Sätzen ungefähr vor mir aktuell. Könnte ich ausgehen, wenn das schnell ist. Ich werde mich hier landen und dann versuchen schon, wenn möglich, über Delta schon mit Keten. Ansonsten wird Bravo. Der 6. ist established. Okay, etwas sehr knapp vor der Kante. So bin ich auch voll established. Flaps 3. Und gehst du noch Minimum Speed aktuell. Gear down. Deckslash on, gelben Sack. Spoilers armed. 1000 Sack. Flaps full. Jeder Colt ab, perfekt. Five hundred sec. 100 above. 100 above. 400 land queen. 300. Minimum continue. Traffic. 100. Output auf, Autofrost auf. Etwas schnell, aber geht sie noch raus, vertellt da zum Glück. Landing Clash auf, Ibu, Master Switch on. So, ja, ich merke. So gleich. Ebu Start. Also ich werde mich einmittig Bravo auf der Alpha hinstellen. Obwohl, ne, wohl US International Archivals, der nächste International Debate. Ich bin auch Graven, also wir Bravo. Obwohl, ne, oder Alpha. Alpha ist. Ne, Alpha, Domestic International Debate, Domestic Archival Terminal. Also, wenn ich das so richtig lese, Debate. Inland und international ab Ankunft nur Inland. Ja, dann wird eben Alpha
Bravo, so das habe ich. Und ich werde meine Datei vor Fotospike scrollen hier und dann nach das abbiegen Richtung Ebren. Hier einmal nochmal rüberbinden zur Datei. So geht der bleibt hier stehen, ja, dann schalte mich da rein. Wenn ich vorhin gesehen hätte, wäre ich mir hätte mich da neben hingestellt. Brick on, Declinage of, Ebro bleed on, Engine 1 off, Engine 2 off, Engine 3 off, Engine 4 off, Seepage off. Der kann Full Bumps auf, Beacon auf. Ja, das war's dann schon mit dem Kursenflug auf die Bahamas rüber. Als nächstes geht es wieder zurück nach Lauderdale, keine Ahnung wieso. Aber gut. Und dann ist da drüben bei von Terminal Sali mit Los Cate. Hier ist das US Barca Terminal, Sali da drüben. Also dann, euren schönen Tag und bis nächstes Mal. Ciao. So.